Familienausflug mit Mama und Papa nach Neuseeland. So richtig begeistert scheint Prinz George aber nicht zu sein. Auf dem Arm von Mutter Kate geht es sicher die Treppe hinunter. Zum ersten Mal sieht man den Nachwuchs von Prinz William und Herzogin Kate bei einem Auslandstermin. Später, beim offiziellen Empfang, ist Baby George dann nicht mehr dabei und lässt die royalen Eltern alleine im Regen. Doch denen scheint das schlechte Wetter nichts auszumachen. Gut beschirmt wird mit einheimischen Kindern geplaudert. Nun ja, als Engländer ist man Nässe halt gewohnt. 3 Wochen reist die königliche Kleinfamilie durch Neuseeland und Australien. Und hoffentlich bekommen wir Baby George dann noch einmal zu sehen.